Hallo Leute, heute mal ein bisschen was anderes. Ich bin gebeten worden, hier einen Blick drauf zu werfen und zu reagieren. Naja, mache ich doch glatt. Das Video heißt Pierre Vogel, die Realität des Islam, Hetze in den Deutschland. Jetzt weiß ich nicht, ob es um den Herrn Vogel geht, der hetzt, oder ob der Herr Vogel Aufmerksamkeit machen will auf Hetze. Ich tippe mal auf Letzteres. Also Hetze, Substantiv im Deutschen, meist groß geschrieben. Aber ist es jetzt Vogel, die Realität oder Realität der Hetze in den Deutschland? Oh, hättest du doch geschwiegen. Naja. Also in der Bedeutung des deutschen Wörterbuchs, da steht das, Hetze ist Erzeugung von Hass oder Unzufriedenheit, Aufhetzung. Und an dieser Grafik rechts sieht man, das war fast völlig aus der Mode gekommen. Bis es wohl wegen der vielen beleidigten Leberwürste vor ein paar Jahren wieder aufgenommen wurde. Aber wenn ich sage, der Koran heute hat 114 Kapitel, ist das Hass? Ist das Unzufriedenheit? Erzeuge ich hiermit irgendetwas? Nein, ich berichte eine Tatsache. Aber Herr Vogel fühlt sich dadurch wohl gekränkt oder emotionell verletzt, der Arme. Und deshalb meint er wohl, er muss etwas unternehmen. Verurteilt er daraufhin Sklaverei, Frauenfeindlichkeit, Kindesmisshandlung oder generell die Verletzung der Menschenrechte? Nein, er beschwert sich über die, die darüber berichten. Er schwankt ständig zwischen Paranoia, Selbstüberschätzung, Kritikunfähigkeit sowie der Neigung zum Beleidigtsein. Er definiert weder, was er meint mit Hetze, noch seinen eigenen Ausgangspunkt. Ich habe hier ein Buch, das heißt Feindbild Muslim oder Dialog der Kulturen. Eine wissenschaftliche Studie. Ich komme jetzt nicht ganz mit. Ich habe hier ein Buch, eine wissenschaftliche Studie. Er redet über Medien. Zitiert dann aber aus einem Buch, welches er wissenschaftliche Studie nennt. In dem Buch geht es um das Feindbild, welches in Deutschland entstanden ist nach dem Golfkrieg vor 30, nicht 25 Jahren. Schon im Jahre 1991, das heißt fast 25 Jahre her. Aber das Buch ist ja auch aus 1993 oder sowas und damit schon etwas älter. Und vielleicht ist das Video auch, weiß ich nicht, 5 oder 10 Jahre alt und wurde nur jetzt erst hochgeladen. Das weiß ich ja nicht. Aber hier wird propagiert, dass mehr Auftritte in der Öffentlichkeit durch Muslime besser sind für den Islam. Dabei ist doch das Gegenteil der Fall. Je mehr Aufmerksamkeit heute erregt wird, desto mehr Menschen werden sich doch informieren. Natürlich gibt es auch naive und leichtgläubige Menschen, die den Islam erstmal unbesehen annehmen, aber dann schnell merken, dass sie reingelegt wurden, wenn sie im Internet einige Tatsachen erfahren, die ihnen im Dawa-Gespräch dann nicht mitgeteilt wurden und dann schnell wieder vom Glauben abfallen. Es geht also nicht, wie im Video behauptet, um die negative Darstellung des Islam, sondern den Inhalt, der nicht erst seit 1990 negativ gesehen wird, sondern wie hier seit über 1000 Jahren. Al-Razi schrieb schon damals, sie behaupten, dass sie unser da, da, da. Und dann, was sie uns erzählen, erstaunt uns sehr. Sie sprechen über ein Buch, das alte Mythen aufzählt und zur selben Zeit voller Widersprüchlichkeiten ist und keine wertvollen Informationen oder Erklärungen beinhaltet. Und dann sagen sie, produziert etwas Vergleichbares. Es geht hier also um die Behauptungen aus dem Koran, nicht um einzelne Muslime. Ich betone ständig meine drei Punkte. Lernen, was Islam ist. Dann lerne zwischen den Muslimen, also den Menschen und dem Islam, der Ideologie zu unterscheiden. Und dann, was und wie der Islam heute beeinflusst. Und wir dürfen und müssen Ideen unter die Lupe nehmen, ohne die Menschen zu verteufeln. Es gibt gute Ideen im Islam, aber leider zu viele schlechte. Und da müssen Muslime sich irgendwann dann mal entscheiden, ob sie unbeugsam untergehen, mitsamt dem Islam in seiner heutigen Form,
oder gewillt sind, den Islam ans 21. Jahrhundert anzupassen. Im Video gibt es einen Sprung jetzt zu Mohammed, aus irgendwelchen Gründen. Es gibt anscheinend nur Muslime oder Hasser. Und Hasser reden schlecht über Mohammed. Der ja laut Islam lediglich eine Übertragungsfunktion hatte. Also sich einen Satz merken und den dann später wiedergeben musste. So wie ein Diktiergerät. Nur, dass ein Diktiergerät nicht vergisst. Mohammed aber laut authentischer Islamquellen schon. Außerdem verdichten sich die Belege, dass Mohammed, wie ja Moses und Jesus auch, nicht wirklich existiert hat, so wie in der Sunna beschrieben wird. Und in dem Video kommt jetzt plötzlich ein neuer Begriff, Islamhetze. Das heißt, wie wirkt die Islamhetze heute? Hier kommt jetzt die Beschwerde, dass zu viel der Gräueltaten von Muslimen herausgestellt werden. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Es wird alles getan, um eben nicht auf den Moslem hinzuweisen, weil ja viele Menschen nicht unterscheiden können zwischen Person und Ideologie, weil Muslime hier versagen und das nicht rüberbringen können, weil keine Taten von Mohammed gerügt werden dürfen. Genau das muss sich ändern. Muslime sollten generell verurteilen, was im Namen des Islams geschieht, auch wenn Mohammed es getan hat. Genauso wie ich als Mann alle diejenigen verurteile, die Frauen schlagen oder sogar vergewaltigen. Warum können Muslime generell nicht auch generell Gewalttaten durch andere Muslime verurteilen? Nicht nur vereinzelt und in einem kurzen Brief, sondern öffentlich und ständig. Ein Moslem hat sich für den Gott des Islam entschieden und ist damit Teil der Gruppe. Ich weiß, dass da viele Leute sich beschweren und sagen, ja, aber wir verurteilen das ja und wir tun das ja und wir können doch nicht ständig für unseren Islam, für unsere Ideologie gerade stehen. Doch, der Moslem oder weibliche Moslem steht für die Ideen im Islam mit ein und kann sich nicht davor drücken. Wenn der Islam Gräueltaten erlaubt, muss ich dazu stehen oder konsequent sein und die Ideologie verlassen, wenn diese nicht zu mir passt. Oder alternativ die Ideologie ändern. Es muss doch für einen Moslem möglich sein, auch von innerhalb der Gruppe, andere Muslime für grausame Handlungen zu verurteilen. Was heute nur zögerlich und nur vereinzelt passiert. Aber vielerorts werden Menschen, die andere im Namen des Islam oder des Allah oder wie immer den Kopf abschneiden, werden Attentäter, als Helden gefeiert, öffentlich, sogar auf Facebook oder Twitter. Wenn ich das kritisiere, werde ich für einige Tage geblockt. Was jetzt wieder passiert ist, weil ich einen Moslem unmenschlich genannt habe, der die Sklaverei im Islam für angemessen hält. Der Moslem darf so etwas ungestraft sagen. Ich aber darf das nicht kritisieren. Und trotzdem, obwohl meine Kommentare sofort zensiert werden, steht unter dem Video, und was soll das? Hier ist mein Kommentar und dann, was davon übrig bleibt, nach ein paar Minuten. Warum steht denn da keine Zensur? Das heißt, Muslime verlangen für sich, dass keine Zensur stattfindet, zensieren aber sofort jeden, der irgendeinen Kommentar da reinschreibt, den die nicht wollen, nicht mögen, nicht was immer. Muslime gehen schreiend auf die Straße, wenn im Sudan ein Kind seinem Teddybär liebevoll den Namen Mohammed gibt. Aber was genau passiert, wenn in England oder Frankreich einem Menschen im Namen des Islam der Kopf abgehakt wird? Das ist die Realität. Das ist nicht Hass oder Hetze, sondern ich fordere mehr Menschlichkeit, mehr Humanität und Mitgefühl. Muslime sind nicht der Feind, sondern diejenigen, die Muslime anstiften, die den Text des Islam so lange umdeuten, bis daraus ein direkter Gewaltbefehl wird, was leider nicht allzu schwer ist. Aber da muss der Ansatz sein, nicht bei den Medien, die darüber berichten. Aber wer kommt denn in Deutschland mit dem Leben klar? Alle 48 Minuten ein Selbstmord. Aha, so viel Selbstmord. Naja, es sind 9.000 im Jahr, im Vergleich zu 630.000 Tote durch Körperversagen.
der, laut Muslimen, von ihrem Schöpfer-Gott angefertigt wurde. Wie ja auch diejenigen, die sich umbringen, durch denselben Schöpfergott des Islam angefertigt wurden. Und wohlgemerkt in dem Wissen, dass sie sich umbringen werden. Wie ja auch Märtyrer im Islam, die dann dafür eine Belohnung erhalten. Weiß dieser Vogel eigentlich, was er da tut? Bei uns finden hier halt einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Das ist das Beste, was es gibt. Nee, leider ist dem nicht so. Der Islam hat keine Antworten auf meine Fragen. Deswegen hat er ja auch so viel Schiss. Ich weiß noch, ich hatte ja mit Aik jede Woche eine Sendung über den Islam. Und da haben wir ihn, andere auch, angeschrieben und ihm angeboten, er könne über ein Thema seiner Wahl referieren und das da mit uns durchgehen. Und wer hatte zu viel Schiss? Genau, der Mann mit dem besten, stärksten aller Götter an seiner Seite, mit allen Antworten. Nur wenn Atheisten fragen, laufen Muslimen Apologeten weg. So, das war meine Reaktion zu dem Video. Schön noch. Ciao for now.